Willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Top 3 für Euro 2024er Sticker-Serie. Das Ganze in der Softcover-Variante. 5 Stickertütchen habe ich heute am Start. Und ich denke, ich werde morgen sogar erhöhen auf 6 Stickertütchen. Dass wir einfach noch schneller vorankommen. 5 Päckchen, wir gehen rein, let's go. Das Heftchen wird natürlich, ja, jeden Tag immer voller und voller. Wir starten mit Baris Alpa Yilmaz aus der Türkei. Dann Finnland. Finnland war mit in der Gruppe D. Schottland, Portugal. Was ist das für eine Sehenswürdigkeit? Slowakei und die Niederländer. Niederländer hier und die Slowakei ist mit in der Gruppe E. Oh, Gold. Gold ist wichtig. Gold Signature von Kingsley Coman. Müsste ich, wenn mich nicht alles täuscht, noch nicht hier im Stickerheft haben. Frankreich, Spanien, Deutschland, Türkei, Rumänien und Slowenien. Ja, richtig. Wuppa. Wuppa. Spanien-Logo. Group C, die Schweizer, Dänemark, Israel und Frankreich. Dänemark, Gruppe C und Israel ist mit hier in der E. Largely Benesch, Slowakei. Dann Italien, Schottland. Zack, Belgien, Österreich. Ups, nein, hier hin. Und Österreich war D. Schweiz, Fabian Rieder, Kroatien, Ukraine, Luxemburg, Slowakei. Und Estimes, die Ukraine, hier, Luxemburg, hier, Estimes, die D. Dann ist das die Reihenfolge der heutigen Folge. Zack. Ungefähr so. Ich glaube, Stahl hatten wir hier nicht. Sehenswürdigkeit, glaube ich, hatten wir hier auch nicht. Aber wir hatten Fabian Rieder, glaube ich, ne? Und Fabian Rieder ist Player to Watch, habe ich mir gemerkt. Player to Watch Schweiz muss natürlich hier vorne hin. Bevor wir gleich wieder zurückblättern müssten, habe ich mir jetzt quasi erspart, weil ich ein Fuchs bin. Fritz Fuchs mein Name, Tilo Kehrer. Ich wollte gerade sagen, hä, da kommt doch der Torhüter hin. Ah ne, bei Deutschland kommt da nicht der Torhüter hin. Huch. 2 Schotten habe ich gezogen, sehr cool. 17 und die 10 kann ich auch beide hier einkleben. Drin und Lewis Ferguson. Die Schotten finde ich schon, also wie die Schotten aufgetreten sind hier in Deutschland, finde ich super. Also die Fans. Und ich finde Schottland und Niederlande finde ich am sympathischsten so. Alleine der niederländische Tanz da in Hamburg und überall dann war schon sehr, sehr, sehr nice. Also man erzeugt natürlich mit so einer Heim-EM eine Stimmung, die man ja nicht irgendwie in sonst wo bekommt. So die, wie die letzten Turniere. Ist einfach geil. Punkt, fertig, aus. Spanien-Logo. Ach, seht ihr gar nicht, aber Spanien-Logo fehlt mir auch. Zack, jetzt seht ihr es. Ein Spanien-Logo ist drin. So, dann haben wir Kroatien 21. Die Seiten sind schon gut dabei, ne? Kroatien, Petkovic, zack. Und die Italiener auch. Leonardo Spinazzola. Und wenn ich dann morgen sogar 6 Tütchen öffne. Also ich werde dann auch bei 6 bleiben. Ich werde dann nicht wieder runtergehen auf 5. Als Info für euch hier. Aber ich schwitze hier, Leute. Ich schwitze wie ein Bär. Ich sag's, wie es ist. Es ist so warm. Es ist gerade bei mir am PC, also am PC unten, die Temperatur steht bei mir bei 27 Grad. Huch. So, obwohl es draußen nach Regen aussieht und Gewitter, aber es ist halt so richtig schwül. So richtig, trotzdem richtig heiß. Eigentlich geil so im warmen. Also im heißen so Regen finde ich geil, ehrlicherweise. Aber ja, jetzt muss jetzt nicht sein.
Wenn man draußen ist, wäre es cool, ja. Aber ich sitze jetzt hier drin und nehme Let's Collect auf und sitze nicht draußen in der Sonne. Kingsley Coman habe ich schon, was? Lächerlich. Leute, Gold ist so wichtig und wir kriegen... Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ihr wisst, wie wichtig es ist, diese goldenen auszufüllen. Ach, Manometer. Habe ich Polen nicht gezogen? Nee. Finnland habe ich gezogen. Torhüter Lukas Radetzky. Dann die 19. Zaza Kalajdzic. Austria. Frankreich mit der 5. Konaté. Und dann sind wir auch schon wieder in der Gruppe E. Habe ich da jemanden? Ja, die 14. Charles de Catalaere. Drin. Slowakei. 15. Thomas Suslov. Rumänien irgendwas? Ja, Rumänien mit der 7. Zack. Dann Israel. Ich wollte schon sagen, habe ich schon wieder irgendwas hier übersprungen. Warum ist Lashley Benish da noch? Wieso liegt der da noch? Wieso liegt der Typ da noch? Ich glaube, ich muss nochmal zurück zur Slowakei. Ah! Oh, fast komplett zerknickt die Seite, Junge. Sieht man kaum. Das wäre fast schief gegangen. Hier muss ich nochmal in Slowakei. Artist-Sticker. Jetzt ist alles richtig. Jetzt fehlt noch die Ukraine. Die Ukraine haben wir hier. Und dann sind wir in der letzten Gruppe. Und starten mit Türkei. Mit der Türkei. Aber erst die Sehenswürdigkeit von... Ah, Sehenswürdigkeit Slowakei. Ich muss nochmal zurück. Hoch. Upsi. Hier muss ich nochmal hin. Ja, wer kann das denn ahnen, Junge? Ich dachte, das ist irgendwas in der letzten Gruppe. Weil der Sticker auch ganz hinten lag. Egal. Haben wir ja trotzdem geschafft. Luxemburg. Jetzt bin ich schon auf der Luxemburg-Seite. Dann kann ich auch die jetzt schon mal einkleben. So, Türkei habe ich sogar. Artist unten, Porträtsticker. Die 18, wunderbar. Bup. Und dann haben wir noch zwei Sticker, Portugal und Tschechien, so wie es fast in jeder Folge ist. Mit den zwei Vitinha und Zalilek aus Tschechien beendet die heutige Folge. Und dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, über eure Däumchen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise in der nächsten Folge wieder. Softcover, Let's Collect, nächste Folge, 6 Stickertüten. Ich hab Bock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.